mir jetzt mal ihre Unterlagen geholt. Also sie wollen die Kopfhaut kontrolliert haben. Genau. Und was ist mit dem Bart, den direkt mit? Theoretisch die komplette Behaarung am Kopf, genau. Mhm. Jetzt wo es kälter wird und man die Heizung andreht. Ich weiß nicht, ob ich die Luft schlecht vertrage oder sonst was. Ja, man sieht hier schon eine Stelle hier oben auch. Ist auf jeden Fall empfindlich geworden. Mhm. Wo schlägt der Ausschlag am meisten aus? Vorne, hinten oder an den Seiten bei den Ohren? Puh, wenn ich ehrlich bin, ist das von Tag zu Tag mal anders, mal hinten, mal oben. Okay. Benutzen Sie gerade irgendwelche Cremes für die Kopfhaut oder für die Bartpflege? Ja, ganz oder normal, lassen Sie das, wie immer. Also normale Lotion und so. Genau. Ich gucke mir das einmal an. Okay. Haben Sie auch Juckreiz oder ist das wirklich nur dieses... Juckreiz habe ich jetzt nicht wirklich. Mhm. Klar kratzt man sich manchmal, aber jetzt nicht so, dass das intensiv ist und... Okay. Dass ein Reiz da ist. Hinter den Ohren war auch mal was, sehe ich. Ja, aber das sollte eigentlich gut geheilt sein. Ist es auch. Man sieht noch ein paar Narben. Okay, ich gucke mir mal die Augenbrauen an. Was ist damit? Hier ist eine kleine Stelle. Okay, die Augenbrauen sind jetzt nicht so sehr betroffen. Okay. Ich werde einige Tests machen, um einfach herauszufinden, um was es sich überhaupt handelt. Es gibt ja verschiedene Arten von Schuppenflechte. Mhm. Schuppenflechte ist nicht gleich auch Schuppenflechte. Ich mache verschiedene Tests, das dauert ungefähr 20 bis 25 Minuten. Das schicken wir dann ins Labor und dann kann ich entsprechend die medizinischen Maßnahmen einleiten. Ja? Alles klar. Haben Sie eine Allergie? Nichts Bekanntes, ne. Mhm, okay. Wenn Sie während den Tests irgendetwas Unangenehmes spüren, wie ein Brennen oder sowas, bitte informieren Sie mich darüber. Mhm. Dann kann ich Ihnen sagen, ob das normal ist oder ob es nicht so sein sollte. Okay. Alten Hautschuppen ab, damit wir nicht die alten Hautschuppen mittesten, sondern das neue Gewebe entsprechend. Das muss ich auch etwas grober machen. Ja, ja, kein Problem. Ich konzentriere mich erstmal nur auf den Kopf, den Bart machen wir dann später, ja? Geht das? Ja. Ich werde die Stelle hinter dem Ohr auch mittesten, weil sie auch immer noch ausbrechen kann, auch wenn sie jetzt verheilt. Das heißt das nicht, dass sie jetzt für immer still liegt. Okay. Wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir direkt alles in einem. Ne? Thank you.
Flüssigkeit. Es kann jetzt ein bisschen leicht brennen auf der Kopfhaut. Mhm. Wenn es zu sehr brennt, sagen Sie mir Bescheid. Mhm. Geht, ja? Das geht, ja. Okay. Dann werde ich mir jetzt die Hautbereiche ansehen und werde dann entsprechende Tests machen. Okay. So, wir haben hier keine Schwellung, Hautschuppen da und das geht bis, okay, bis distal und dorsal. Haben Sie an dieser Stelle ein Brennen oder ist es nur das trockene Hautgefühl? Also brennt diese Stelle also, manchmal? Achso, allgemein. Nee, das ist wirklich nur so, als wenn das wirklich trocken wäre. Also okay. Ich habe da kein Stechen, kein Brennen. Okay. Einfach nur so Trockenheitsgefühl. Das ist schon mal gut. Oben eine. Können Sie den Kopf so ein bisschen zurück? Mhm. Okay. Da haben wir eine größere Fläche. Angefangen von proximal kreisförmig scharf begrenzt bis dorsal. Okay, ich glaube, hier hinten haben Sie die größte Stelle, ne? Mhm. Am Wirbel, da sieht man auch ein bisschen Austritt von Flüssigkeit. Okay, da haben wir eins, zwei, drei, vier, okay. Ich würde jetzt, wo so ein bisschen Flüssigkeit austritt, würde ich direkt einmal eine Probe davon nehmen. Mhm. Das heißt, ich werde die Stelle mit einer Flüssigkeit so ein bisschen betäuben. Das sind so ganz kleine Nadelstiche, die spüren Sie nicht, okay, nicht so intensiv. Ne? Dann mache ich ein paar mehrere Nadelstiche, um die Stelle zu betäuben. Und dann nehme ich ein paar Hautproben, damit wir die direkt einschicken können. Ja? Alles klar. Geht's. So, Nummer
Und 10, okay. Jetzt lassen wir kurz einwirken für eine Minute ungefähr. Spüren Sie das noch? Ganz leicht noch. Ganz leicht, okay. Mhm. Dann warten wir noch ein paar Sekunden ab. Hören Sie das? Ja, jetzt ist komplett taub. Okay. Dann werde ich jetzt 3 Proben entnehmen. Schaue ich noch mal weiter nach den anderen Hautbereichen. So, wir hatten jetzt diese, da oben sehe ich eine und den Kopf ein bisschen nach unten und eine hier. Okay. Also diese ist wirklich ganz leicht. Das liegt daran, dass ihre Haare hier deutlich kürzer sind als da. Hier mehr Luft und mehr Licht rankommt und dadurch die Wundheilung entsprechend beschleunigt ist. Also hier werde ich auch eine Probe nehmen, aber das wird mit speziellen Cremes wieder gut werden. Okay. Okay.
das ein bisschen aufkratzen, damit ich auch ein paar Hautschuppen bekomme. Geht das? Ja, klar. Das sieht schon anders aus als diese und diese Stelle. Also ich glaube nicht, dass es hier, dass es sich hier um eine Art Schuppenflechte handelt. Das sieht aus wie eine Art Allergie. Und würde dann gerne auch einen Allergietest machen. Einfach um alles auszuschließen. Der tut auch nicht weh. Noch? Ja. Stellen werden sich jetzt verändern in der nächsten Minute. Und diese Veränderungen werde ich einmal aufschreiben. Das haben wir dann auch nicht. Und da. Okay. Gut. Eine Allergie können wir also schon mal ausschließen, aber das endgültige Ergebnis, das. Okay, das ist doch schon mal, ist doch schon mal gut. Genau, das ist ja schon mal was Gutes.
auch machen, das gehört auch dazu, weil das ja natürlich in die Kopfhaut hineinwächst. Ja. Und auch in der Verbindung steht mit den Hauterkrankungen, die sie haben. Ne? Ja. So, das heißt, wir fangen einmal dort an. Nochmal runter. Okay, Kopf wieder gerade. Zum Schluss für den Kopf werde ich eine Analyse machen mit einem speziellen Gerät. Das merken Sie überhaupt nicht. Also das wird nicht wehtun. Es dauert halt ein paar Minuten, bis der ganze Kopf gescannt ist sozusagen. Und das ist dann der letzte Test für den Kopf. Ja? Okay. Das leichte Brennen ist normal mit dem Gerät, oder? Bitte? Das leichte Brennen, was ich jetzt spüre, ja, ist normal, oder? Ja, das liegt daran, dass da ganz leichte Laserstrahlen ausgestoßen werden und die können so eine gewisse Wärme erzeugen. Wenn es hier an den Stellen brennt, wo Sie sowieso Probleme haben, dann liegt es einfach daran, dass die Haut sowieso angegriffen ist. Mhm. Also es sollte nicht zu stark brennen, dass Sie es nicht mehr aushalten. Nö, das ist leicht, aber man merkt es nicht. Okay, das